Hi! Und willkommen zurück zu NGVD, zu On Graffiti. Entschuldigung, ich hab schon komplett vergessen. Ich bin ja hier alle Cools und so. Richtig. Zu Borderlands 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach unseren Freunden, weil die mal wieder meinen, mit einer Stadt davon zu fliegen. Ja. Und ja. Ja, was ist denn jetzt da? Sperrgebiet. Was war das? Boah, leckt das bei dir auch, wenn ich so springe? So, total happelig. Bei mir, springst du total lecker. Catch you right. Alter. Ja, die kleinen Scheißviecher. Ey, das ist ja ganz mein Fabulous Car. Weißt du was, stell das Ding einfach hin. Das ist mein Car. Ah, Alter, du schießt mich ganz weg. So, hups. Ja, ich bin jetzt umgefahren. Ich treffe alles. Aha. Müssen wir da rein oder was? Das Ding muss da oben kaputt. Warte, lass mal. Ich habe Elektrowaffen. Makaumba. Müssen wir da überhaupt rein? Ja. Ne, müssen wir nicht, wir müssen einfach nur durchlaufen eigentlich. Okay, lauf. Ah. Hilfe. Ach ja, hier sind wir jetzt voll oft gestorben, glaube ich. Zum Glück habe ich eine Elektrowaffe. What's up? Oh. Burn, baby, burn. Nein, oh nein. Warte, ich mal wieder meinen Trick 17. Ich habe meinen Geschütz noch hingestellt. Guck mal. Ich bin einfach unsichtbar, die treffen die ganze Zeit, aber allein die ganze Zeit auf meinen Doppelgänger. Du hast ein Herzchen als Zeichen, ne? Was? Oh. Ja, die Klammer zu, irgendwas, ja. Achso. Lauf, ah, du richtig cool. Boah, du Scheiße. Und jetzt springen wir in einer dramatischen Action-Szene. Oh. Werden wir mit einer dramatischen Action-Szene. Richtig. Ach ja, eh. Ja, das schaffe ich gar nicht, Alter. Doch, schaffst du. Und jetzt nochmal hier runterspringen. Oh, nee. Ja, wenn man darauf kommt. Ein Hoch auf keinen Fall, Schaden. Ja. Press das. Hä, hey, wann explodiert die denn? Ah. Alle warten vor der Granate. Ja, wann explodiert die denn? Nimm das! Bei mir hat er gesagt, werfe Knallfrosch. Ah, ja, die würde ich gerne auch zu Karneval haben. Karneval, Silvester. Toller Knallfrosch. Irgendeine Waffe. Ja, yeah, Safe Point. Ja, aber was ist das da? Gefunden, ja? Das war mein nettes kleines Städtchen, bis Hyperion kam. Dank Jacks Bergbauaktivitäten ladet die. Hatten wir das nicht schon mal hier? Weiß nicht. Die Teufel sind zu krank, um aus dem Haus zu gehen. Du solltest den Transmitter dort drüben aufstellen. Sobald ah doch. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Solltest du eine Schnellreisestation haben. Ach du Scheiße, das wird richtig schlimm jetzt. Wir brauchen ohne Ende Muni. Mach noch nicht. Berühren. Auf der Map kannst du sehen, wo der voll der Spoiler. Ist. Oh mein Gott, das wird total da kann ich aber gar keine Muni einkaufen, oder? Mit Waffen. Gib mir eine mit Waffen. Kann man gar keine Munition einkaufen. Aber links daneben, oder? Ja, hier. Da, ich hab's gerade gesehen. Alles kaufen! Verkauf am besten noch deine Waffen, ein paar Stück. Es ist eine Waffe. Kann es ja nicht sein, dass gute Waffen da droppen hin und wieder. Ja, ich kann nicht rüber wegen dem, du weißt schon. Nein, jetzt habe ich aussehen, jetzt habe ich was gekauft. Mann, wo ist meine Maus? Markus. Verkaufen. So. Alle Munition gekauft für alles. Alles nachgeladen. Hey, Moment. Ja. Alle am besten da hoch.
Hi, Roller. Er sendet jetzt die Lieferanfrage. Jetzt müssen wir nur ein paar Minuten warten und... Angel, das reicht. Du kannst aufhören, so zu tun, als würdest du dem Bösen helfen. Angel? Ah, guck mal hier, ey, was das ist. Wir haben nicht viel Zeit, bis Jack bemerkt, dass ich ihm nicht mehr helfe. Schütze den Transmitter. Wenn du nicht mal mit diesen Loadern fertig wirst, bin ich echt enttäuscht. Ja, Elektrowaffen gegen Loader, das ist... Okay, easy. Übeler High-Roader. Ah, was ist denn so laut? Was schießt denn da? Was ist ungenau meine Raketen? Hyperion möchte daran erinnern, dass die Musik in dort zu laut ist. Alter, chill doch mal. Laut, ey. Ja, frisst sie die Granaten. Was? Komm mal von der anderen Seite, ne? Oh, die richtig scheiß Waffen, ey. So, Maßstab. Kurz, irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas habe ich doch zu viel. Oh, oh. Was da? Heißt das, unser Ding ist jetzt schon kaputt? Achso, hups, ich war in der Zeit irgendwas am Einstein, warte mal. Hä, ich hab den doch gerade kaputt gemacht, hast du ihn gerade geäst? Ja, den Günther, ne? Shapebots, ich hasse über alles. Ja, genau. Ja, kickt uns einfach von der Plattform. Ey, die Shapebots, die fliegen aber auch so scheiße, ne? Mein Elektrowurf ist immer noch am effektivsten. Ich hab noch einen Säureraketenwerfer, der viel Schaden macht, aber... Säure bringt gegen dich nicht viel. Ich hab nur eine Pistole, die cool ist, ey. Alter, explodiert alles. Ich hoffe, das leckt nicht in der Aufnahme. Wenn ja, muss ich mich dafür entschuldigen. Muss ich nach der Folge mal gucken, ob das überhaupt geleckt hat. Weil ich benutze gerade ein neues Programm. Boah, das wird richtig schlimm, glaube ich. Oder? Ne, doch nicht. Ne, keine Badass-Loader. Ja, guck mal, ja, wir können die ganze Zeit den Automaten benutzen. Zack, jetzt ist hier voll. Ein Konstruktor! Alter! Was ist der denn hier? Er macht so geile Sounds. Ab, ihr scheiß Loader. Deiner Opfer. Ach, da, den meinst du. Voll ins Auge! Boah, jetzt geht's ab. Pass auf, der macht eine Atombombe. Oder? Macht er die? Ja, zum Glück nicht. Sehr gut. Hilfe! Ich höre gar nichts, alles explodiert. Boah, geht's hier ab, ey. Fick die auch mal. Schießt mein Gerät geil, ey. Borderlands 3 kommt 2040, ich glaube dieses Jahr noch raus. Auf der PS4 dann. Oder geil. PC auch. Ist ja egal. Ausmann hier. Verdammt, Angel, was soll das? Das sind die Bösen! Hells Angel. Ach du Scheiße. Und ich bin hier hinten. Alles. Da kommt wahrscheinlich ein Badass. Ah, und da oben. Was stehe ich da? Ein Badass Loader. Ich schätze dir alles, was ich habe. Alle, es ist eine Falle. Ey, wir sind ja auf der Suche nach einem Schnelltransport, genau, und zu unseren Freunden zu gelangen. Unseren kleinen Freunden. Hotloader. Los geht's, tschüss. Wo ist der? Ich sehe nichts, weil alles verschwommen und so und alles leckt und so. Schnell. Munition kaufen, SMG. Alles klar. Nachgeladen. Achso, der Badass Loader, ich kümmere mich drum.
Boah, ich hab mich mal geschützt drauf verlassen. Alter, alles normal. Nächstes Level. Der Transmitter ist beschädigt, ey. Ja, es läuft das Hochtouren hier. Wenn du den Transmitter nicht reparierst, dann kommt deine Lieferanfrage nicht durch. Halt doch so. Mal die Fresse. Hab's gar nicht gemerkt. Scheiße. Sie ist gleich da. Du musst den Transmitter nur noch ein paar Sekunden lang beschützen. Gleich da, nur noch ein paar Sekunden. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, natürlich, noch ein paar Sekunden. Ja, sie ist da, jetzt um 10 Jahre. Los, schnell! Kehre mit der Schnellreisestation nach Sanctuary zurück. Angel, wir beide haben ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Angel! Hey, wieso sind wir jetzt nicht gereist? Keine Ahnung. Highlands? Die Highlands, wo ist Sanctuary? Da. Keine Ahnung. Jetzt sind wir bei unseren Freunden. So, erstmal das Level abmachen. Erstmal Level ab. Ja. Gucken, was hier war. Oh nee. Das habe ich das letzte Mal genommen. Leider gar keine Schlüssel mehr, ey. Zielgenauigkeit. So gut, so. Alter, wie viele Quests haben wir denn? Junge, Junge. Yeah, wir sind richtig dull. Richtige Helden sind wir. Die Stadt ist jetzt vielleicht sicher, aber was passiert, wenn Hyperion den nächsten Beschuss startet? Wir haben keinen Schild. Ah, guter Einwand. Ich gehe mal ans Echo. Oh, na, Roland. Du bist nicht tot. Seine Art zu sagen, wow, du bist der Hammer, freut mich, dass dir nichts fehlt. Was haben wir jetzt bekommen? Speicher-Upgrade, Waffenausrüstungsslot. Klar, sorry. Was ich nicht gebe, wären wir alle tot. War nix. Aber wir brauchen. Hab nur kurz nachgeladen. Jack baut weiter und kommt dem Krieger immer näher. Und wir wissen immer noch nicht, wo er den Kammerschlüssel versteckt hat. Aber kann ich euch helfen? Du? Verdammt, du solltest uns doch nie mehr kontaktieren. Würdest du mich bitte ausreden lassen? Klar, hören wir auf den irren Computer, der uns umbringen wollte. Hey, wisst ihr noch, wie sie uns erzählt hat, die Kammer wäre voller Beute? Er ist bei mir. Ich schlage den Kammerschlüssel auf. Nicht weiter. Der Schlüssel lädt sich alle 200 Jahre selbst auf. Jack ist geduldig, aber nicht so geduldig. Er nutzt meine Kräfte, um den Schlüssel gewaltsam mit Iridium aufzuladen. Wenn ihr mich findet, findet ihr den Kammerschlüssel. Das ist komisch aus. Ja, zappelt eben. Du hast eine Radkappe als Magazin. Und? Das erste ist ein Feindabschreckungsfeld, das jedes Nicht-Hyperion-Mitglied auslöscht, das passieren will. Feindabschreckungsfeld? Sowas wie eine Todeswand? Es ist ein Feld aus purer Thermoschallenergie, programmiert, um jeden Unbefugten zu atomisieren. Also ja, eine Todeswand. Da liegt die zweite Hürde. Phoenix. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Pust mal von der Karte. Noch übler. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Der wird den Krieger kontrollieren. Aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Was sollen das heißen, verdammt? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle. Oh, der Schlampe gesagt. Noch später bei 18. Wenn sie abschalten kann, dann du. Das Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich überwinden müssen. Geht zu Wildlife perverse. So. Erstmal noch zur Bar oder irgendwie sowas. Nee. Oder haben wir noch hier? Ein Schwarzmarkthändler? Aber der ist zu jetzt, na toll. Ja, weil er schwarz ist. Oder? Nee. Nee, das war die falsche Tür. Günther. Das lässt nämlich jetzt für Munition mit.
Das wäre nicht so schwer. Hört die dauerhafte Anzahl des Rucksacks, klar. Danke für das Iridium, du Pfeife. Pfeife. Du Loser oder sowas heißt. Du bist ein ungeschickter kleiner Loser. Du Stinker. Gut. Yeah! Alle Siebener. Ah ne, hab ich weit schon freigeschaltet. Oh, nee. Wer hat sein Stiefkursen gefressen? Geig, irgendwie, keine Ahnung, was es nochmal ist. Geil? Oh. Ja, ein Geiler. Notgeiler hat meinen Stiefkursen gefressen. Sieht eigentlich aus, ja, okay. Ja, okay. Guck mal, schwan. Dann komm mal hier hin. Ich will jetzt abreißen. Ja. Das war der Günther, ne? Ja, warum hast du eine Radkappe immer noch als Magazin? Das ist keine Radkappe, das sieht nur so aus. Ach ja dann, wenn es so aussieht. Ja, du bist im Menü. Von hier aus können wir. Okay. So ein Insektenkopf. Abgebrochen, weil du im Menü bist. Ah, da finde ich einmal, was man... Hey, wo kommt der Dampf raus? Woher habe ich das Scharfschützengewehr? Ah! Sieht aus wie so ein Spaß, die sich jetzt, Ah, okay. Ah, da hinten sind die Drachen! Nipp, komm bitte gehen. Oh, wo sind sie hin? Wo sind sie? Wie? Da. Oh Gott, nee. Ah, das ist ein Badass, lol. Pulsen. Ah, die Bede steht mich. Hä, das ist ja voll einfach. Oh, die Raketen sind einfach so geil. Elektrisches Gefühl. Gut gespielt, geschätzt. Ah, Hilfe. Scheiße, Mann. Ah! Oh, der liegt auf dem Boden. Okay, geht zu Wildlife Park. La 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 Spiel längst zu Ende und das Geschütz steht da immer noch. Ja. Hat XP ab. Heidi Tüdi! Heidi Tüdi! Fahrzeug spawnen, warum geht das nicht? Weil das Spams. Geht nicht.
Hä, das geht? What the fuck? Das nicht? Warum geht das nicht? Achso, ja, weil ich wahrscheinlich am Spawnpunkt draufstehe. Ne, Buggy. Nice. Ich kann einfach mein Monster nicht spawnen. Läuft ja richtig bei dem Spiel. Alter, aber komm, ein ganzes Monster. Sehr nett hin. Aber erst im nächsten Part. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, tschüss.